eigentlich ausweichen. Weil er ja Tank ist. Er lernt die Fähigkeit zerschmettern. Schädelspalten. Unaufhaltsamer Angriff. Ja, komm. Tyrik soll eigentlich unser Taktiker sein. Und Spotter und was weiß ich. Sollten wir ihm auch mal ein, zwei Punkte daran geben. So. Bestätigen. Warum wurden die nicht? Oh. So. Du. Vitalität, Geist, Magie, Magie. Bestätigen. Die Tooltips scheinen da auch neu zu sein. Da, also was genau gesteigert wird. Ich kann mir das... Ich glaube nicht, dass das vorher auch so war. Jedenfalls nicht so ausführlich. Also wenn man hier rübergegangen ist, dann ja. Aber nicht bei dem Plus und Minus. So, jetzt aber das Wichtige. Die Fähigkeiten. Da kann leider kein Großmeister werden. Das ist echt ärgerlich. Aber ja, hier. Primärmagie, Dunkelmagie. Hätte ich mal von vornherein darauf achten sollen. Wir hätten dann von vornherein Dunkelmagie wahrscheinlich steigern sollen und irgendeinen Dunkelmagie-Angriffszauber finden. Aber na gut, jetzt ist zu spät. Also steigern wir jetzt. Kritische Trefferchance vielleicht. Oder wirklich Dunkelmagie. Ne, komm, erstmal machen wir Primärmagie. Da wir dann auf Experten rankommen und dann Dunkelmagie. Bestätigen. Du. Erdmagie, ja? Schaden, 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 Schaden. Und Heilung. Und überhaupt. Also ja, gut. Erdmagie ist gut. Ohne gutes Gefühl bei der Tür. Das ist aber ein sehr, sehr cooler Dungeon. Also ein bisschen abgefahren für so weit am Anfang, wie wir gerade sind. Sowas hätte ich erst im Mid-Tier-Bereich oder High-End-Tier erwartet. Weil es ein bisschen komisch, wenn man am Anfang schon gegen so epische Sachen kämpft. Wie soll dann das Ende sein? Oder es ist halt durchgehend super episch. Das ist dann auch ein bisschen... Nee. So eine Steigerung ist da immer toll. Oh. Du. Hauen. Du. Hauen. Du. Heilen. Du. Verbrennen. Hauen. Hauen. Töten. Töten. Von hinten? Was? Ernsthaft? Immer diese Elfen, die sich von hinten anschleichen. Piu, piu, Schutz. Drei in einer Reihe, sogar Elite dabei. Dich zuerst. Wow. Weg, weg, weg. Neue Rüstung. Weg mit dir. Weg, weg, weg mit dir. Du haust, du spottest, du wurzelst, du hast keine Zauberpunkte mehr. Oh, K.O. Oh, und fast tot. Also er hat einmal die grüne Anzeige, wenn die runter ist, ist er bewusstlos wie jetzt. Und dann eine rote Anzeige. Wenn die rote Anzeige runter ist, dann ist er tot. Du, ich würde ungern einen Trank trinken, aber ich glaube, das müssen wir. Ja, komm. Du haust. Wow. Du haust. Wow. Jalen ist ebenfalls halb tot. Und er ist weg. Ihr haltet Scherbe der Erde. Ah, okay. Also es gibt Elementarräume. Und da kommt man wahrscheinlich nur rein, wenn man die entsprechenden Scherben hat. Ja, wir schlafen erstmal. So, besser.
Du hast eine Barbuta. Die macht 2 Rüstungswert, genau wie die Tiara. Aber ist ein wenig männlicher. Das heißt, das kann weg. Was machst du? Leichte Rüstung plus 12. Minus 6 Angriffswert. Also ist generell eine bessere Rüstung. Aber nur, wenn unser Skill entsprechend ist. Wodurch wir dann weniger Angriffswertverlust haben. Das heißt, das Ding müssen wir behalten. Das Ding kann weg. 12 bis 14. Ist nicht wirklich besser. Macht plus 2 bis 2 Schaden mehr. Macht plus, also mit 3 Erdschaden weniger. Ist generell besser, oder? Also vom Schaden her. Das macht insgesamt 4 Schaden mehr. 2 mögliche Schaden, 2 Maximalschaden. Ja, nur die Reichweite ist höher. Ja, nee, komm weg. So, das Ding. 13% Crit-Schaden. Minus. Das ist, glaube ich, sogar besser. Du kannst weg. So. Also, Scheibe der Erde. Wasser. Ich soll es mal aufschreiben. Wasser. Da ist Feuer. Feuer. Eine riesige Tür. Oh, Ausgang? Wie Ausgang? Wo sind wir jetzt? Ist das nicht der Teleporter, mit dem wir reingekommen sind? Jetzt bin ich aber gespannt. Ich höre Wasser. It's the perfect day to begin a journey. Was? Wir können einfach die Brücke rübergehen? Die ist kaputt, die Brücke. Oh ne, ist nur ganz seichtes Wasser, okay. Aber wo sind wir? Navea Delta. Der Schauplatz Turm der Mysterien. Preview Message. Bin ich doch noch nicht im Vollspiel? Also es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder bin ich nicht im wirklichen Vollspiel, weil ich ja eine besondere Preview-Version des Spiels bekommen habe für Pressemitglieder und ein paar Let's Player. Und deswegen lade ich gerade noch die Preview-Version und die ist halt ein Mischmasch aus Early Access und Vollspiel. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, die Vollversion ist noch keine richtige Vollversion. Da müsst ihr mir jetzt weiterhelfen. Also ich denke mal, ihr habt ja auch eure Speicherstände und spielt die dann weiter. Dann guckt bitte mal, ob ihr bei den Banshees reinkommt, ob ihr da reinkommt und dann schauen wir weiter. Das da wird aber Sea Haven sein. Ich will ihn nach Sea Haven. Es wird bestimmt zu schwer sein. Ich gehe schön zurück in das Ding da. So. 1-2 Worte allerdings hier zu der Umgebung. Das finde ich alles ein wenig zu bunt. Das hätte man ruhig ein wenig dezenter machen können. Und das Gras. Das sieht ziemlich unnatürlich aus. Das ist grüner als ein Golfplatz. Aber der Dungeon an sich drinnen ist ganz stylisch. Ich darf nicht mehr zurück. Das ist nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Also ich muss mir jetzt irgendwie... Hier kann ich klicken und nichts passiert. Also ich glaube wirklich, dass es an meiner Version liegt. Dass ich nicht wirklich die Vollversion habe, die jetzt gerade rausgekommen ist. Sondern irgendein Mischmasch-Ding, das total verbuggt ist.
Hier sind überall Gegner. Ist das da der Eingang nach Sea Haven? Na gut, probieren wir es aber mal. There are enemies ahead. Widerstanden, das ist schon mal nicht gut. Wow, okay. Schutz. Da ist unser Heiler und weg. Krieg dich mal ein, Wolf klein. Und da sind sehr viele. Also ich glaube, ich habe gerade die Open-World-Komponente des Spiels entdeckt. Und sie tritt mir in den Hintern. Jalen ist tot. Ich will diesen einen doofen Wolf töten. Wenn nichts anderes, dann wenigstens das. Stirb, Wolf! Der Schatten des Todes ist auf eure Gruppe gefallen. Ja, okay. ich mache jetzt mal einen kleinen Cut. Ich werde herausfinden müssen, ob das alles so geplant ist, wie es geplant ist. Also ob noch wirklich sehr viel fehlt oder ob das an meiner Version liegt. Ja, also falls ihr da Informationen zu habt oder in eurem Spiel das ähnlich ist oder absolut nicht so ist, dann schreibt das bitte in den Kommentaren. Ich werde bis dahin erstmal keine neuen Folgen aufnehmen und abwarten, was ihr dazu sagt. Also nur zur Erklärung, ich nehme ja meistens etwas auf, dann muss es gerendert werden, dann dauert es ein paar Tage, bis es hochgestellt wird und dann dauert es nochmal Tage, bis Werbung geschaltet wird und dann werden sie erst online gestellt. Das heißt, wenn ihr die Kommentare schreibt, kann ich erst an dem Tag auch wieder aufnehmen und kommt erst ein paar Tage später wieder eine neue Folge. Also nicht wundern. Ja, außer ich finde halt in der Zwischenzeit raus, woran es liegt und kann es dann beheben. Das heißt, wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder in diesem Projekt. Also bye bye.